Jetzt hat ja am Wahlabend vermeintlich Mama Merkel oder irgendwer anders noch einen strategischen Schachzug gemacht und hat uns ja als vermeintlichen Oppositionsführer abgesenkt und die SPD vorgesetzt. Ist das bei euch im Bundestagsfraktion schon thematisiert worden oder wie habt ihr euch jetzt gegen das aufgestellt? Haben wir jetzt auch noch die Sprachrohre gegen die SPD anzukämpfen? Das wird genau, das habe ich schon richtig beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Merkel initiiert, weil ich glaube, da hat die SPD-Führung klar erkannt. Schulz hatte ja auch vorher gesagt, er würde eine Mitgliederbefragung machen, wenn es Koalitionsverhandlungen gäbe. Die Stimmung an der SPD-Basis ist verheerend. Also, der Mann hat kein Interesse gehabt, nochmal wieder eine große Koalition zu geben mit Merkel und dann nochmal im nächsten Jahr nochmal abgeschlossen zu werden. Da war einfach diese Sehnsucht danach, endlich wieder klassische SPD-Politik zu machen, weil die SPD ist im Grunde im Bild, wollen die ja gar nicht regieren. Die sehen sich ja in dieser Rolle der ewigen sozialen Utopien da weiter zu verwirklichen und immer diese Ideen zu, aber nie dafür Verantwortung genommen zu werden. Müntefering hat es immer so schön erwartet, Anders hat es auch sehr schön gesagt, Opposition ist scheiße. Das werden einige sehr schnell merken von den Damen und Herren, gerade wenn sie ihr Ministeramt verlieren. Gabriel hat auch schon ein Interview gegeben in diese Richtung. Da waren einige, die gerne noch in die große Koalition gegangen wären und vielleicht hoffen, dass es irgendwann nochmal kommt. Für uns ist es natürlich schon ein Problem. Ich hätte es persönlich mir auch lieber gewünscht, dass wir mit der Linkspartei und den Grünen dann in der Opposition gewesen wären, als stärkste Kraft, weil man damit einfach das Rederecht hat, wenn es Haushaltsdebatten gibt. Man ist dann nach der Regierung der erste Redner, der dagegen wäre. Das hätte jetzt immer ein SPD-Mann sein. Und wir werden natürlich dann auch innerhalb der Opposition nochmal in die Zange genommen von der großen Partei. Die SPD ist etabliert, sie hat ihre Netzwerke, sie wird die Medien auf ihrer Seite haben, wenn es darum geht, Befragungen, wenn immer SPD-Kandidaten werden erleben. Wer wird, kann ich neu sagen, wenn es dann so geht. Wer wird gefragt von der Opposition, wird einer von der Linkspartei sein oder einer von der SPD sein? Ja. Von der AfD? Ja, das ist sehr, sehr selten. Also die Frage, gibt es einen Plan, wo sich jetzt, sage ich mal, mit dem Thema beschäftigt? Kein direkten Plan. Wir werden einfach versuchen, unsere Möglichkeiten, wir sehen es heute schon, Pressemitteilungen, so die verpuffen, bei dpa verschwinden das irgendwo im Rauschen, wird einfach nicht weitergegeben. Also das wird sich weiter fortsetzen, oder? Bis irgendeiner den Schalter umlegt und sagt, okay, jetzt gehen wir mal. So wie der Schalter umgelegt wurde, uns auf einmal runterzuschreiben, 14 Tage vor der Wahl einen Schalter umgelegt, wird, ich spreche mal von Nazi-Partei. Der Schalter legt sich mit der Arbeit auf. Ja, genau. Das müssen wir einfach, da müssen wir gegenhalten, wir müssen mit Sacharbeit dagegen, aber wir müssen unsere eigenen Kommunikationskanäle suchen, wir müssen weiter über eigene Medien arbeiten, wir müssen Facebook nutzen, was auch immer zur Verfügung steht, um unsere Botschaft zu transportieren und unsere Arbeitsbilanz praktisch dann da offen zu legen. Das muss so sein. Arbeiten, ja.